in Dresden ums Leben gekommen wären. Er wandte sich dann an mich und forderte mich auf, diese Aktion vorzubereiten und anzukündigen. Es kam zu einem Zwischenfall. Ich sprang auf und weigerte mich. Dr. Goebbels brach die Konferenz ab. Er holte mich in sein Zimmer. Und es kam zu einer sehr erregten Aussprache. An deren Ende ich ihn wenigstens so weit hatte, dass er mir zusagte, er werde bei Hitler dafür wirken, dass dieser Plan nicht durchgeführt werde. Anschließend sprach ich mit dem Gesandten Rühle, dem Verbindungsmann des Auswärtigen Amtes, und bat ihn, seinen Minister in dem gleichen Sinne zu mobilisieren. Ich sprach dann mit dem Staatssekretär Naumann, mit der Bitte in gleichem Sinne auf Bormann einzuwirken, dessen überragender Einfluss bekannt ist. Anschließend hatte ich, was mir damals nach den geltenden Bestimmungen eigentlich nicht erlaubt war, eine Unterredung mit dem Schutzmachtgesandten, dem ich vertraulich gewisse Andeutungen machte über den Plan, den ich gehört hatte, und den ich fragte, ob er mir ein Argument oder eine Handhabe nennen oder liefern könne, um noch stärker gegen diesen Plan arbeiten zu können. Er erklärte, er wolle dies mit großer Beschleunigung tun. Er rief mich bereits am nächsten Vormittag wieder an. Wir hatten eine zweite Aussprache. Und er teilte mir mit, dass ihm inzwischen in Aussicht gestellt sei, ein Gefangenenaustausch, ein deutsch-englischer Gefangenenaustausch, ich glaube in Höhe von 50.000 Mann. Ich bat ihn, diese Angelegenheit auf dem normalen und üblichen diplomatischen Wege laufen zu lassen, aber mir zu gestatten, gegenüber Dr. Goebbels, gegenüber Naumann und Bormann, von dieser sich bietenden Chance eines Gefangenenaustausches zu sprechen. Das tat ich, und da gerade in jener Zeit der Führung offenbar besonders viel an zurückkommenden Gefangenen lag, die vielleicht noch einsatzfähig waren, machte dieses in Aussicht stehende Angebot did you think that this possible exchange of prisoners was going to affect the question of whether 40,000 English and American and Russian flyers would be killed as a reprisal? Mir schien Folgendes.
in dem Augenblick, wo sich die Chance bot, einen Gefangenenaustausch zwischen zwei kriegführenden Parteien durchzuführen, in dem Augenblick musste jeder Gedanke einer außerhalb aller menschlichen Gesetzgebung liegenden Handlung zurückgedrängt werden. Also in dem Augenblick, in dem von einem Gefangenenaustausch gesprochen wurde, musste der Gedanke an eine gigantische Gefangenenerschießung in den Hintergrund treten. Ich kann kurz abschließen. Dieser Plan wurde erörtert. Ich habe ihn Dr. Goebbels mitgeteilt. Er wurde bei Hitler abends besprochen, nach den übereinstimmenden Berichten, die ich von zwei Seiten bekam. Und ein merkwürdiger Zufall wollte es, dass das Angebot selbst erst viele Tage nach der Erledigung dieses erregenden Vorfalls auf dem bürokratischen Weg irgendwo versandete. I'm asking you when you heard about Hitler's order, not with respect to these prisoners, but with respect to the flyers who had landed. When did you first hear of that? You said in the fall that Goebbels had sent abroad some propaganda with respect to that order. Did you know about it then? Jawohl. You knew of... Nein, you, den... In the autumn of 44, you knew about that order? Nein. When did you? Ich kann es nicht genau sagen, aber ich habe im Herbst 44 diesen Befehl nicht gekannt. Und... Ich muss unter meinem Eid außerordentlich vorsichtig sein. Ich glaube, ich habe ihn überhaupt erst in dem Gerichtssaal gehört. Aber das verwischt sich in meinem Gedächtnis etwas mit der eben von mir geschilderten Kampagne von Dr. Goebbels. Ich kann also nicht klar aus... Now, surely in that meeting in February, that order was discussed, when they were discussing the killing of 40,000 prisoners, was it not? Nein, bei dieser Gelegenheit überhaupt nicht. You had no doubt that Hitler wished to have those prisoners killed, did you? Selbstverständlich glaubte ich in dem Augenblick, in dem Dr. Goebbels das erzählte, dass Hitler diese Aktion machen wollte. Well, the answer is yes. The answer is yes. Now, you had no doubt that Goebbels wanted them killed, did you? Die 40.000 Dresden, nicht yes. allgemein. Yes. Jawohl, ich hatte keinen Zweifel, dass auch Dr. Goebbels einverstanden war. And what other of the leaders wished them killed? It was apparently discussed a good deal. Who else was in the government was in favor of this policy? Ich kann das nicht mit Bestimmtheit sagen, bezüglich des Einzigen, der hier noch in Frage kommt, nämlich Bormann. Dagegen weiß ich das Gegenteil, also den Versuch, Hitler umzustimmen über den Gesandten Rühle von dem damaligen Außenminister Ribbentrop. Auch der hat in dem gleichen Sinn gewirkt. Ribbentrop was working in this particular problem of killing the prisoners. I'm not clear on that. Did Ribbentrop know about it? Ich habe damals und kann deshalb aus eigener Beobachtung nur Folgendes sagen: den Gesandten Rühle unterrichtet und ihn gebeten, Ribbentrop zu unterrichten und zu mobilisieren. Und Rühle hat mir danach, einen Tag später oder zwei Tage später,
denn wir telefonierten sehr oft, sehr aufgeregt miteinander. Ein, zwei Tage später erklärt, sein Minister sei so... Well, I don't need the details. The answer is that the Foreign Office knew, even if Ribbentrop may not have personally, is that right? Ribbentrop wurde persönlich informiert. Well, since, well, that's all I want. All I want to know. Jawohl. Do you know whether what attitude Bormann took in this matter? Nach den mir gewordenen Schilderungen hatte er zuerst den Plan und den Gedanken Hitlers zur Erschießung dieser 40.000 unterstützt, hat aber nachher unter der Einwirkung von Goebbels und Naumann die gegenteilige Haltung eingenommen und mitgearbeitet, Hitler von dem Plan abzubringen. Were the army consulted in the matter, the commanders of the Wehrmacht? Davon weiß ich nichts. So. Been suggested that I should also ask you, do you know what attitude Ribbentrop took on the shooting of these prisoners? Jawohl, nach der Mitteilung des Gesandten Rühle hat er sich mit für die Verhinderung des Erschießungsplanes eingesetzt. In welcher Form, das weiß ich nicht.